Herzlich willkommen im elektronischen Schaltungstechnik-Labor. Eine Lehrveranstaltung, die sich in vier Laborübungen aufteilt. Mein Name ist Co. Odretz und ich bin verantwortlich für die erste Laborübung Verbindungstechnik, wo es um das Löten von Bauelementen sowie um das Bedienen von Messgeräten geht. Warum ist das wichtig? In fast jedem elektronischen Produkt befindet sich heutzutage zumindest eine Platine. Auf diese werden dann unsere Bauelemente, also zum Beispiel Widerstände, Kondensatoren, Dioden, integrierte Schaltungen, gut elektrisch miteinander verbunden. Würde man diese Bauelemente nicht auf unsere Platine anlöten, würde Folgendes passieren. Uns erwartet eine ganztägige Laborübung, beginnend um 8.15 Uhr. In dieser lernen wir das Löten von Bauelementen, sowohl im Durchsteck als auch in Oberflächenmontage. Anschließend werden wir unsere selbstgelötete Platine testen und vermessen. Dabei lernen wir den Umgang mit Spannungsversorgung, Multimeter und Oszilloskop. Was wird dabei von euch erwartet? Bitte bereitet euch auf das Labor gut vor. Zur Unterstützung habe ich hierfür bereits ein längeres Video geschnitten sowie ein neues Skriptum geschrieben. Bitte überlegt euch bereits zu Hause, wie die Schaltung funktioniert. Zur Unterstützung könnt ihr auch das zur Verfügung gestellte LTSpice-File verwenden. Die Note setzt sich dann aus folgenden vier Teilnoten zusammen. Erstens Mitarbeit. Im Teach Center habe ich bereits ein Quiz zur Selbstüberprüfung erstellt. Dieses besteht aus 10 Fragen und das Absolvieren dieses Quiz zählt bereits zur Mitarbeit. Aber Achtung, Mitarbeitspunkte können auch während des Labors wieder abgezogen werden, wenn zum Beispiel der Arbeitsplatz nicht sauber hinterlassen wird. Bei mir gibt es übrigens keine blöden Fragen. Also keine Frage führt zu Abzügen in der Mitarbeit. Zweitens, das Löten selbst. Saubere Lötstellen und das saubere Platzieren der Bauteile führen zu einer guten Note. Drittens, eine Demonstration und ein Interview. Am Ende der Laborübung, so gegen 16.30 Uhr, folgt eine kurze Lernzielkontrolle. Ihr müsst dabei selbstständig eine Messung vorführen, die ihr zuvor in den Aufgabenstellungen bereits bearbeitet habt. Habt ihr also zum Beispiel Beispiel 4 nicht im Protokoll festgehalten, so wird Beispiel 4 auch nicht abgefragt. Anschließend folgen im Interview weitere Verständnisfragen. Somit führt eine gute Vorbereitung natürlich auch zu einer guten Note. Viertens, das Protokoll. Ihr müsst während euren Messaufgaben eure Versuche mitprotokollieren. Dieses Protokoll wird anschließend nach dem Interview gleich abgegeben. Ich möchte dazu aber auch erwähnen, dass meine persönliche Priorität nicht beim Protokoll liegt. Ja, ein sauberes Protokollieren ist wichtig, aber mir persönlich ist es wichtiger, dass ihr euch mehr auf das Löten selbst, das Bedienen der Messgeräten sowie euch auf dem Schaltungsverständnis fokussiert. Ich habe auch eine Protokollvorlage erstellt. Ich empfehle euch, dieses zu verwenden, auch wenn es kein Muss ist. Hierzu müsstet ihr aber auch diese Vorlage selbst ausdrucken und dann ins Labor mitbringen. Zusätzlich dazu empfehle ich auch noch Stifte in mehreren Farben, weitere Zettel sowie einen Taschenrechner mitzubringen. Dieses Labor ist etwas anders als andere Laborübungen. Hier werdet ihr nämlich alle individuell bewertet. Es herrscht somit Einzelarbeit. Ihr könnt zwar natürlich eure Sitznachbarn fragen, aber bevorzugt stehen hierfür unsere Tutorinnen und Tutoren bereit. Falls keine von ihnen Zeit hat, könnt ihr natürlich auch eine kurze Online-Recherche mit eurem Telefon durchführen, aber ein Laptop ist nicht gestattet. Diese Laborübung ist übrigens auch ein Jahr rückwirkend anrechenbar. Habt ihr also Verbindungstechnik bereits im Wintersemester 21 oder Sommersemester 22 positiv absolviert, könnt ihr diese Note auch für das Wintersemester 22 anrechnen. Schreibt mir hierfür einfach eine E-Mail. Ich halte dieses Labor mit Wintersemester 22 erstmals ab und bemühe mich daher sehr, euch ein möglichst gutes Lernerlebnis zu bieten. Was missfällt euch oder was gefällt euch besonders gut im Labor? Bitte lasst es mich über Feedback wissen, damit ich möglichst schnell reagieren kann. Weiters freue ich mich auch über Feedback am Ende des Semesters über das TOG Online. Ich lese mir immer jedes Feedback genau durch und gebe so auch mein Bestes, somit die Lehre weiter zu verbessern. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, einen guten Start ins neue Semester und vor allem viel Spaß und Erfolg im Verbindungstechniklabor.